Kartomat zeigt geheime Abschnitte auf deiner Weltkarte an. Diese Abschnitte sind grün markiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ratchet & Clank 2. Ich gehe nochmal hier auf Streife, um zu schauen, was es hier so Neues überhaupt gibt. Aber irgendwie gibt es hier ja schon etwas Neues. Ich habe jetzt gerade mal das so im Privaten sozusagen gespielt. Oh Gott, nein. Wie das war mit dem da und so. Dann brauchen wir noch das Kraftfeld und diese Viecher. Hier drin war ich doch schon mal, oder nicht? Okay, das muss mir mal einer erklären. Ist ja auch egal. Ich laufe jetzt erst einfach mal zurück. Und hier wird es schon irgendwo eine Lösung geben, warum ich hier noch nicht war. Ich verstehe es nicht, ich war hier doch schon. Bin hier schon durchgelaufen und alles mögliche. Und hier waren die... Warte mal... Hier müsste doch, hallo, etwas so sein und dann hier runter. Irgendwie war das, hier müsste irgendwo noch ein, hier ist ein versteckter Platz, nur ich weiß nicht, wie der aufgeht. Komm, put. Okay. So, komm, wieder nochmal rein in den. Ich glaube, ich muss die da oben alle umbringen, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Vielleicht muss ich alle umbringen. Das könnte natürlich sein. Nicht nur die 1, 2, sondern auch alle unten. Aber, hä? Jetzt gehen wir erstmal hier runter und bringen die alle um. Vielleicht gibt es dann eine Lösung, wie wir an diesen versteckten Ort kommen. Ja, das ist diesmal eine sehr, sagen wir, komische Folge, wer sich wundert. Aber so etwas muss doch auch mal sein. Oh Gott, regt das auf. Wo ist er? Da ist er. Okay, das war's nicht. Das muss irgendwie anders da gehen. Okay, dann bringen wir jetzt einfach nochmal alle um. Vielleicht muss ich echt da auf diese Druckblatt... Ah nein, der spawnt eher. Okay, das war's auch nicht. Vielleicht muss ich das Ding da oben zerstören. Mit meiner neuen geilen Waffe. Aber irgendwie war es das auch nicht dann ganz. Anvisieren und übernehmen. Geil. So, jetzt haben wir ihn übernommen. Und dann muss der doch das irgendwie zerstören können, oder nicht? Komm. So, alle erstmal platt machen. Und euch auch noch. So, und jetzt? Naja, gut, dann probieren wir es einfach weiter. Irgendwie müssen wir den doch hier... rausbekommen. Ich weiß es nicht. So, das war's mal nicht. Hier irgendwas. Das muss doch irgendwie entweder durch Zerstören von den kleinen Viechern oder durch Explosionen sein. Ich weiß es aber echt nicht.
Weil da, ja stimmt, da habe ich so leichte Anrisse gesehen und da unten ist die versteckte Kammer mit dem Platinum Bolt. Aber gut, das war's dann jetzt erstmal mit dem, dann fliegen wir jetzt wieder auf unseren Planeten und dann, denn da gibt's auch noch einen Platinum Bolt und da weiß ich auch noch nicht ganz, wie wir dorthin kommen. Jetzt fliegen wir erstmal mit Zeitlupengeschwindigkeit und an den Monstern und an den vorbei und so und gehen dann jetzt hier hoch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Minuten wir jetzt bei der Folge sind, denn wo ist der Gegend? Ne, Geräte. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange der Zusammenschnitt von dem Mond dauert. Das habe ich noch nicht zusammengeschnitten, aber ich gehe mal so von 10 Minuten aus. Dann wären wir jetzt eigentlich schon durch, aber vielleicht, aber 10 Minuten ist echt extrem viel. Deswegen gehe ich mal von 5 Minuten aus. Dann haben wir jetzt noch 3-4 Minuten. Und ja, die Folge kann man auch getrost überspringen, wenn man jetzt nicht so scharf ist. Wenn man eher scharf ist auf die Story, dann kann man diese Folge gerne überspringen. Deswegen habe ich diese Folge auch gemacht, um halt einfach nur mich zufriedenzustellen, dass ich die Story relativ noch, also nicht die Story, sondern einfach alle Missionen abgeschlossen habe. Jetzt gehen wir erst hier noch und dann auf unseren neuesten Planeten. Und fliegen los. Mit einem schönen 3-Düsenantrieb interstellaren Raumschiff auf einen dunklen Planeten im Zentrum des Universums. Was eigentlich die Sonne sein sollte, aber naja, gut. Vielleicht ist das Megakorb-Zentrum eine Sonne. Guck, hier oben will ich hin. Schau. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wie. Da bringt auch das nichts. Ja, ist ja auch egal. Dann würde ich mal sagen, sind wir wieder auf diesem Planeten, können noch ein, zwei Lampen zerstören. Die geben 14? Warum 500 die erste? Komisch. Jetzt ist nur noch die Frage, es gibt noch ein Upgrade, das ich gerne hätte. Hier bei den Gegenständen. Hier sieht man die Kardomat, der Bolt, Anziehnator und das Fluggerät. Jetzt hätte ich noch gern, dass wenn ich hier so hochspringe und das mache, dass dann eine große Explosion um mich rum passiert. Aber ich glaube, das kriegt man erst im zweiten Durchlauf. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal und würde sagen, ich kaufe mir da drüben noch Zeug. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich diesen Planeten auch angehe. Gehe hier. Ganz brav, ganz ruhig. So, wir haben natürlich kein Geld für irgendwelche Waffen. Hier bekommt man alles nicht. Oder so. Wie ich auch schon erwartet habe. Jetzt machen wir noch die Lampen kaputt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten produktiven Folge, wenn es dann hier weitergeht. Tschüss.